Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Und ja, heute geht es mal wieder um kameraüberwacht Seeungeheuer. Und zwar Bloop, El Gran Maya und Julia Beast. Und wir schauen uns nämlich jetzt das Kanalvideo von was wir an. Kameraüberwacht alle Monster Kraken, El Gran Maya, Bloop und Julia Beast unter Wasser. Reden wir über Julia Beast oder Julia Blutix? Ich habe keine Ahnung. Wir starten. Let's go! Willkommen bei Was Wir! Und in dem See hinter uns befinden sich angeblich alle Seemonster. El Gran Maya, Sea Eater, Blutix. Sea Eater? Ah, der Sea Eater! Sea Eater! Oh nee! Sea Eater! Julia Beast und Kraken! Aus diesem Grund werden wir heute diese ganzen Seemonster und Seeungeheuer unter Wasser überwachen. Ganz genau, Leute, ihr habt richtig gehört. Wir werden heute unter Wasser. Guck mal, Warnung! Da ist gerade was an Land gespült worden. Warnung! Julia Beast und Kraken sind. Julia Beast? Wer ist Julia Beast jetzt? Mal im Ernst, Leute, was sind denn das alles für Kreaturen? Hier, Mann, Flexi! Wir hatten recht, bei dem See unter Wasser sind alle Seemonster, Mann. Wir müssen unbedingt die Kamera unter Wasser schicken. Ich bin die GoPro, Flexi. Du bist eh schon im See. Du gehst jetzt rein und installierst die ganzen Kameras unter Wasser. Und ihr lasst ein Like, ihr habt richtig gehört. Wir werden heute Kameras nicht normal aufstellen, sondern unter Wasser. Auf geht's, Flexi. Let's go. Calvin, alles in Ordnung? Installier die erste GoPro, Flexi, Mann. Die Kamera wird jetzt unter Wasser gehen. Woo! Okay. Let's go. Die erste Kamera steht perfekt. Weiter. Ja, nice. Also die erste Kamera ist unter Wasser. Aber ey, ganz ehrlich, der steht da mit den Beinen drinne. Wie kann denn etwas, was so dicht ist? Ihr habt es ja gesehen. Guck mal, da kannst du ja nicht mal einen Meter weit nach vorne sehen. Wie soll denn da bitte der Seeiter zu sehen sein? Seine Seeiter so ganz klein. El Gran Maya und seine kleinen Freunde sind auch so klein wie diese kleine. So klein. So klein in etwa, Freunde. Das ist Seeiter. Meint ihr, er kann mich fressen? Ich könnte ihn fressen. Okay. Auf geht's, Freunde, Mann. Wir haben noch die ganze Küste vor uns. Auf geht's, Flexi, Mann. Komm, Flexi. Vorsichtig, Flexi, Mann. Cameron, Mann, hier ist aber die perfekte Stelle, um die zweite GoPro unter Wasser zu installieren. Bist du dir ganz sicher, oder was? Natürlich ganz sicher. Schau mal. Boah, Junge, jetzt pass mal auf. Bist du verrückt, Mann? Hol mal die Kamera, gib mir die GoPro. Ich schmeiß die, Freunde. Ich schmeiß jetzt die GoPro zu Flexi. Auf geht's. Hast du sie? Perfekt, Mann. Pass auf, Flexi, Freunde, Mann. Flexi geht jetzt drauf. Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Wir werden jetzt die zweite Kamera unter Wasser installieren. Let's go! Okay, voller Einsatz, Mann. So, die zweite Kamera sitzt. Perfekt, Flexi, komm auf Land, Mann. Wir haben jetzt noch viele weitere Kameras, die wir mit euch installieren werden. Okay, reicht das denn, wenn die so nah am Grund platziert werden? Oder würde man, also... Das ist etwas, was ich mich immer gefragt habe. Ist es denn wirklich so schlau, Kameras unter Wasser zu platzieren, um Seeungeheuer zu beobachten? Oder sollte man sie eher nicht, naja, also bei klarem Wasser benutzen natürlich, oder eher über Wasser, weil man da noch die Luft dazwischen hat und dann mehr sehen kann? Auf geht's, Fleximan. Fleximan, lass uns doch den Schild einstellen. Warum denn? Warum? Was ist, wenn die Kreaturen aus dem See kommen und an Land gehen? Du hast recht, Mann. Lass uns an Land auch noch ein paar Kameras installieren. Auf geht's. Genau. Okay, Fleximan, Freunde, die Kamera sitzt. Wir haben jetzt einen perfekten Blick auf den ganzen See, Mann. Und dafür lasst ihr alle mal ein Like da und schreibt See in die Kommentare. Ja, schreibt das alle mal, meine Damen und Herren. See in die Kommentare. Warum? Because I see you. Versteht ihr? See. See you. See. Ach, warum mache ich das eigentlich noch? S-E-E-E. Flexi, brauchen wir noch ein paar Kameras? S-E-E-E. Nicht S-E-E. S-E-E-E. Oder nicht? Man denkt, wir haben doch mit der Kamera den ganzen See im Blick und wir haben jetzt so viele Kameras unter Wasser aufgestellt. Ich weiß, wir haben noch Occupation. Perfekt, Freunde. Hattet ihr jetzt im Ernst geworfen? Drin. Drei Stück unter Wasser, das reicht. Wir können alle Seemonster in diesem See heute überwachen. Leute, schaffen wir die 2000 Likes, das ist jetzt auf jeden Fall mal ein Like auf dieses Video da, Mann. 500 Likes für jede Kamera, die wir heute in diesem Unterwassersee installiert haben. Freunde, wir gehen jetzt aber nach Hause. Hier ist es viel zu gefährlich. Stellt euch mal vor, Julia Beast oder Kraken kommt hier. Boah, ja, stellt euch mal vor, Julia Beautix beißt da an. Nee, das kann man sich nicht vorstellen, wie schrecklich das wäre. Unglaublich. Ja, und der Seeiter, wir wissen nicht, was passiert unter diesem. Ich hab ja auch meine GoPro. Wir müssen unbedingt nach Hause. Ja. Ihr seht es, Mann. Ihr seid hier bei Was Wir, Freunde. Was und wir? Ich beobachte euch. Alle Seemonster unter Wasser auf unserem Hauptquartier überwachen. So. Mit der Kamera. Schau, was hier, jetzt werdet ihr auch beobachtet. Leute, auch. Ah ja, hier. Leute, seht ihr? Ihr werdet auch beobachtet. Man sieht's.
Ich reacte gerade auf Cayman und Flexi über die Kamera, welches reactet. Flexi hat mit vollem Körpereinsatz alle Kameras für euch aufgebaut, Mann. Jetzt hoffe ich nur, dass alle Kameras auch funktionieren. Ja, die funktioniert. Oh mein Gott, Leute, ihr seht es, Mann. Wir die funktioniert. Einen Pack unter Wasser, Leute. Wie geil ist das? Es funktioniert. Die erste Kamera. Leute, ich weiß gar nicht, wie funktioniert das mit dem Greenscreen. Seht ihr da den Greenscreen oder ist der auch unsichtbar? Sieht man den? Schwer, glaube ich, ne? Naja. Kamera funktioniert auf jeden Fall zu 100% und dafür könnt ihr alle mal schon mal einen Like da lassen. Schaut euch mal an, wie tief dieser See ist. Ein winziger Fisch, schau mal. Zwei Fische sogar. Zwei, drei. Boah, krass. Wie krass ist das denn? Yo, ey, war Cayman im Friseurladen? Sieht ja fresh aus. Tommy Vercetti aus GTA Vice City. Auch mit diesem türkisen Hemd. Ja, ja. Hey. Schaut euch mal an, das ist ein richtiges Unterwasserparadies, Freunde. Ihr seht es, Leute, es sind echte Fische im echten See unter Wasser. Aber ihr dürft nicht vergessen, da sind nicht nur Fische drin, Flexi, da ist auch Kraken, Elkramaya, Bloop, Sea Eater, alle, die ihr euch vorstellen könnt, alle Seemonster sind in diesem See. Deshalb haben wir auch genau diesen See ausgewählt, um dort unsere Kameras zu verstecken bzw. unter Wasser zu lassen. Ihr lasst jetzt mal einen fetten Like, der abonniert diesen Kanal. Flexi macht schon wieder die Gesichtsausdrücke. Er hat irgendwas gesehen. Oh, ich hab gesehen, da ist ein Fisch. Dein Abonnieren ist komplett. Ich liebe das. Ich liebe das. Einfach so erst noch am Reden. Er war vor 3 Sekunden am Reden, dann plötzlich, Leute. Beziehungsweise unter Wasser zu lassen. Ihr lasst es mal fetten. Plötzlich aus dem Nichts. Aber ich glaube, er war von dem Fisch so angetan, weil der so nice aussieht. Like, abonniert diesen Kanal, denn abonnieren ist komplett kostenlos auf YouTube und schaut das Video bis zum Ende. Man, hoffentlich krass. Oh, was pass auf, hey! Schau mal! Guck mal, der, weißt du, Flexi ist derjenige, der aufs Video noch aufpasst. Und Cayman, der guckt hier, der redet da. Flexi ist derjenige, der aufpasst. Er ist der Aufpasser. Er ist der Main Character. Der kommt voll nah zur Kamera. Ich meine, was hat denn Cayman gemacht bisher in dem Video? Er hat nur geredet, aber Flexi ist ins Wasser gegangen, hat sein Leben riskiert, hat die GoPros alle installiert und sich komplett dafür eingesetzt. Also Leute, Props für Flexi. Schreibt mal alle Flexi in die Kommentare. F-L-E-X-I. Siehst du das? Boah, was ist, wenn er die Kamera kaputt macht? Nein, bitte nicht! Ey, der kommt voll nah! Wir haben genug Kameras in den See eingebaut, Flexi. Ey, wenn es so weitermacht, müssen wir zur nächsten Kamera schalten. Wie sieht der denn aus? Oh Mann, nächste Kamera! Falsche Kamera! Falsche Kamera! Das ist Kraken, Mann! Wir sehen das ist Kraken! Habt ihr das gesehen? Die Kraken ist in dem See live! Oh mein Gott, wir hatten recht! Live? Auf jeden Fall sind da die ganzen Seeungeheuer drin in diesem See! Kraken! Und ein Fisch mit nur 2 Zähnen, so ein richtiger Pennerfisch! Der sah aber nicht gefährlich! Pennerfisch! Ein Pennerfisch mit nur 2 Zähnen! Ja, aber der hat zu viele Süßigkeiten gefressen. Aber er hat die Kamera angegriffen. Völlig verrückt, dieser Fisch. Was geht's hier? Okay, Flexi, das Gute ist, die Kameras sind installiert, Mann. Du warst im Wasser. Zum Glück ist dir nichts passiert bei der Installation, Mann. Ich habe ja überall Kameras versteckt. Wir wollten unbedingt, dass wir so sehr viel sehen vom See, wie es geht. National Flexi Graphic. Da kommt was auf uns zu. Oh mein Gott! Nein. Julia Beast! Das erkenne ich, weil es roter ein Fisch Pokémon. Ist! Ein Pokémon! Julia Beast! Oh mein Gott, Freunde, ihr seht ihr das, sie schwimmt an unserer Kamera vorbei. Ja, zum Glück schwimmt die nur an unserer Kamera vorbei und nicht in die Kamera. Flexi, Mann, das heißt Kamera überwacht. Kraken und Julia. Ihr seid doch Pokémon, oder nicht? Beast haben wir schon mal gefunden mit euch zusammen. Ich sag nur eins, Mann, dieses Schild ist Gold wert. Warnung, Warnung, Warnung bei diesem See. Das lag im Wasser, ihr habt's gesehen. Wenn nicht, spult mal zurück an den Anfang, Leute, Mann. Ich glaub's. Da lag das drin, Mann, und genau die haben wir gesehen. Kraken und Julia. Aber weißt du, was ich mich frage, Mann? Wir haben Angst vor diesen Seemonstern und Seeungeheuern, aber die Fische. Was ist das denn für welche? Was ist hier los? Die haben gechillt so ein bisschen, hast du gesehen? Die Fische haben nämlich. Die sahen so ein bisschen aus wie ihr. Nein. Keine Angst vor diesen großen Monstern. Ja, das sind Fische, ist eine Familie, würde ich jetzt mal sagen. Oder sie gehen davon aus, dass sie einfach gefressen werden. Aber ihr kennt es doch, Haie essen auch andere Fische, Mann. Und warum essen dann Elkramaya oder Julia nicht andere Fische? Das wissen wir ja nicht, wir haben sie nur kurz gesehen. Die sind kurz an der Kamera vorbeigeschwommen. Du weißt nicht, ob Julia oder so andere Fische fressen. Ey, ihr müsst das Video bis zum Ende gucken, Leute. Wo kommen die Luftblasen her? Jo, vielleicht eine Methanquelle. Vulkan? Lasst einen fetten Like da und schaut hier auf das Video zu, Mann. Wenn ihr was seht, lasst es uns wissen. Schau mal den Fisch an, der hat richtig weiße Augen. Alter. Siehst du das? Der hat richtig weiße Augen. Das ist eine Mori. Der sieht ein bisschen aus wie Kylo, oder?
ein bisschen. Hähne? Nee, wie Monte. Krass, Mann. Kann der unter Wasser sehen mit diesen weißen Augen? Ey, heftig, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass da unter Wasser so viel los ist. Ihr habt es ja gesehen. Von oben der See, der sieht ganz normal aus. Eben. Aber unter Wasser geht's halt richtig ab. Rambazamba, Alter. Leute, und ihr schreibt mal in die Kommentare, was ist dein Lieblingsfisch? Egal. Was ist mein Lieblingsfisch? Der Thunfisch. Leckerster Fisch ever. Na gut, Lachs ist auch. Aber Thunfisch an Weihnachten. Oh. Oder generell auf Pizza Thunfisch. Lachs auch super geil. Aber ich merke gerade einfach Schwermetallbelastung bei Fischen. Sehr krass. Ich weiß nicht, ob das bei Zuchtfischen der Fall war oder ob das bei den gefangenen Fischen war. Ich muss mich nochmal informieren. Aber ich glaube, wild ist besser. Egal welchen Fisch, dein Lieblingsfisch, ab in die Kommentare und lasst ein Like. Du Fisch bist mein Lieblingsfisch. Schau mal da, Flexi. Steine, cool. Nein. Guck, warte mal. Ich wollte gerade sagen, Schiffsschraube, das ist ein Anker. Das ist ein Schiffswrack. Meinst du? Das ist ein Wrack von dem Schiff unter Wasser in dem See. Das muss da schon ewige Jahrzehnte, Jahre lang da drin sein. Ich kann es nicht glauben. Ja, wir sehen es ja nicht, wenn wir nur einfach da rumlaufen. Das ist ja unter Wasser. Das ist ein ganzes Schiff gewesen. Und da haben sich ganz viele Fische heimisch eingerichtet. Natürlich, die wohnen jetzt in diesem Schiff. Und das hier sind richtig krass. Ah, genau. Recht. Freunde, Mann, wie krass ist das? Das heißt, da ist irgendwo ein Schiff auf dem See geschwommen und es muss untergegangen sein. Vermutlich, weil es angegriffen wurde von El Gramaha oder Bloop oder Sidi. Und niemand hat das Schiff mehr rausgeholt. Deshalb sehen wir es jetzt mit den Unterwasserkameras. Ja, natürlich holt es keiner raus, weil sich da keiner mehr reintraut. Yo! Was ist das denn? Das ist ein Rochen? Manta-Rochen! Pokémon! Ja, aber der hat doch noch irgendwas auf sich drauf, oder nicht? Da sind zwei Fische auf dem Rochen. Was, die fahren, fliegen, die schwimmen mit dem mit? Der Rochen schnimmt die anderen zwei Fische mit, die zu Ist das animiert oder sieht das real? Ich dachte gerade erstmal, das ist animiert, aber das ist real. Stimmt da drauf, oder ist was? Das ist ein Taxi-Rochen. Das ist ein Taxi-Rochen. Taxi. Ah, stimmt. Yo, in Findet Nemo war dieser Fisch auch ein Taxi zum Schulbus. Das war der Schulbus. Sehr krass. Warte. Nein, Mann, das ist ein Torpedo-Rochen. Torpedo-Rochen? Ja, so zwei Torpedo-Rochen. Aber du hast recht, die zwei Fische, die liegen einfach auf dem Rochen drauf und fahren oder schwimmen mit. Als wäre der Rochen ein Taxi oder ein Uber. Ist aber auch gechillt. Muss ja. Ich wollte gerade sagen, der Rochen schön für dich. Der ist auch voll elegant, da fliegt er durchs Wasser. Das sieht aber auch sehr, sehr groß aus, kann das sein? Voll aktiv. Boah! El Kamaha oder Bloop? Oha! Bloop! Muss El Kamaha sein oder Bloop? Ich glaube, Bloop ist etwas runder wie so eine Kugel. Ja, bei El Kamaha diesen fetten, langgezogenen Mund. Ja, aber wir sehen den Mund gar nicht, nur von der Seite. Ihr wisst ja, wenn man die Kameras unter Wasser aufstellen, sind sie immer von der Seite so. Was macht der da? Yo, ist der alleine unterwegs oder wie? Nein, da unten hängen wieder Fische dran. Folgen denen. Stimmt, ja, die verstecken sich. Weißt du, wo das beste Versteck ist? Wo seht ihr die ganzen kleinen Fische, die noch so unter der Flosse von dem großen Hai schwimmen? Die sind einfach nur da, um zu snitchen. Wenn der Hai was fängt, sind die einfach nur da, um die Überreste aufzuessen. Und sie sind natürlich da unter dem Hai, damit sie beschützt werden. Unterm Fisch! Damit der kann sie nicht Fisch. Passieren, den kleinen Fischen. Die werden da nicht gegessen. Die kann man gar nicht sehen. Er kann sie nicht sehen, wenn man unter drunten schwimmt. Alter, Mann, warte mal ganz kurz, Freunde. Kraken, Zulia Beast und jetzt noch Bloop oder El Gramaha. Und dieser Rochen. So viele verschiedene Fische sind hier in dem See unter Wasser. Und wir haben zum Glück alles mit der Kamera aufgenommen. Und ihr seid live dabei, Leute. Ihr dürft nicht. Ich sag's euch ehrlich, Leute. Wie traurig ist so ein Leben unter Wasser, wenn man so ein Fisch wäre? Du hast wirklich wenig Sicht. Man sieht nicht viel. Man hört nur diesen Drucksound, aber man ist es nicht anders gewohnt. Man muss unter dieser Masse, wo man sich nicht frei bewegen kann, so langsam schwimmen. Also man gleitet aber auch, das ist ein Vorteil. Aber ich würde den trüben Wasser nicht so schön finden. Ich abschalte, ihr müsst das Video bis zum Ende schauen. Bitte bleibt bei uns, bleibt bei uns. Also bitte bleibt noch spannender, hier, Leute. Und auf jeden Fall ein Like da und schreibt deinen Lieblingsfisch in die Kommentare. Alter, keine Frage. Guck, wie groß der ist. Nein. Der rotiert. Jo, Leute, das Video geht ja extrem lang noch. Der sucht sich seine Beute, aber greift noch nicht an. So macht es doch ein Hai genauso. Der schwimmt auch immer im Kreis und immer näher kommt er dann ran. Und so macht es El Gramaha auch. Und wenn er dann seine Beute gefunden hat, schlägt er zu, meinst du? Ja, natürlich. Alter, deshalb sind wir zum Glück zu Hause im Hauptquartier und nicht dort unterm See, Mann. Wenn die Kameras kaputt gehen, ist egal, Leute. Aber Hauptsache, wir sind sicher, Flexi, oder? Eben, dafür gibt es ja Kameras, dass wir
nicht dort sind, aber wir können alles mit euch sehen. Wir sehen es doch als Livestream. Das ist Bloop, nicht Elkramara. Ist das echt Bloop? Das ist Bloop, Mann. Der hat nur seinen Mund durchgeschaut. Gib mal ein bisschen Schau, vor. Das muss Bloop sein. Ihr seht halt nicht. Stimmt, der muss richtig nah an der Oberfläche sein. Heftig, Mann. Und da schwimmen noch ein paar. Ich finde aber die Aufnahmen echt spektakulär. Kleine Fische hinterher und vor ihm. Das ist seine Armee. Die sind sie so. Die Armee, die Minions. Aber bis jetzt waren diese riesen Monsterfische immer alleine unterwegs. Kraken, Julia Beast, Elkramara, Bloop, Seeiter. Alter, Mann, ich bin immer alleine. Gespannt, was passiert, wenn Bloop auf Kraken oder Seeiter oder Julia Beast treffen. Also der See ist nicht der größte der Welt. Das heißt, die müssen doch irgendwann auch mal gegeneinander schwimmen. Es sei denn, ja. Flexi, Mann, schwimmen. Oberfläche, das sind auch rote Fische. Das sind die Kinder von Julia Beast. Guck mal, die Fische sind komplett rot. Oh mein Gott, und die chillen alle. Ist das ein Rotbarsch? Das muss ein Rotbarsch sein. Oder ein Karpfen? Ich bin nicht der Fischexperte. Ich habe nur Animal Crossing Erfahrung. Und ich weiß, es gibt einen Rotfeuerfisch oder es gibt auch einen Rotbarsch. Karpfen. Aber es gibt einen Süßwasserfisch, der rot ist, glaube ich. Ich habe verpeilt. Ich weiß es nicht. Einfach mit Blue. In welcher Natur gibt es rote Fische, Mann? Ich habe keine Ahnung. Guck mal, in der Hölle. Normale Fische. Da haben sich normale Fische und rote Julia Beast Fische. Die tarnen sich doch alle unter Wasser und machen da irgendwas. Die haben doch irgendwas vor. Ey, zum Glück sind wir nicht ins Wasser, aber zum Glück ist dir nichts passiert, als du da reingesprungen bist am Anfang. Ja, aber ich wollte gerade sagen, schau mal, wie nah der jetzt an der Oberfläche ist. Der schwimmt ja gleich an. Der ist ja wirklich nur so auf Wache. Auf so, seht ihr, er ist nur am Überwachen, hier am Abchillen und ja. Hinter zu Elkramara oder zu Seeiter. Oder zu dem Rochen. Vielleicht hat der Bock auf den Rochen. Weißt du, der snackt den Rochen. Wann kommt denn jetzt endlich was? Das ist Blumen unter Elkramara. Das ist... Wann kommt denn der Maha-Fisch? Maul, wenn das aufmachen würde. Der Kamehameha. Jetzt sieht man, das ist Maul nur... Wann kommt er denn? Davor hat man es immer offen gesehen. Jetzt ist es mal zu. Ja, du hast recht, Mann. Das Beste ist aber echt, dass wir unter Wasser Kameraaufnahmen haben. Kamera überwacht unter Wasser. Schwimmt der weg, Mann. Der schwimmt weg. Wo geht der hin? Wohin geht der? Ne, wir haben ihn noch, Mann. Aber ihr seht schon, umso weiter er wegschwimmt, umso schlechter können wir ihn erkennen. Eben, weil wir haben natürlich nicht hunderte Kameras in dem See. Ja, aber wir haben einige, Mann. Wir haben schon 15 Stück drin oder so. Ja, natürlich, aber wir können nicht zu 100% jeden Winkel. Das ist natürlich nicht, dafür ist der See viel zu groß. Oh, die verfolgen den ja gefühlt jahrelang, ne? Oh, warte, da passiert was. Wer ist denn da rein? Oh. Habt ihr es gesehen, Mann? Richtiger Angriff von unten. Was? Moment. Wer ist das denn? Was gibt es da? Links, sind links und rechts. Das ist ja ein Riesenfisch. Der ist ja genauso groß wie wow. Wow, wow, jetzt hab ich's auch gesehen. Habt ihr es gesehen, Mann? Richtiger Angriff von unten. Einfach so. Und jetzt auch noch er. Warte mal, dieser Riesenfisch links. Das sieht aus wie eine Wolke. Oh mein Gott, der Schwarm verschlingt einfach. Sardellen. Warte. Oh, der Hai fokussiert sich darauf, da reinzubeißen, weil er Hunger hat. Hey, doch nicht. Aber der war doch... Und die kleinen Fischis, die wollen auch essen. Das, jetzt check ich's, warum die den verfolgen, weil die auch essen können. Der ganze Schwarm war doch gerade auf Blut drauf. Alter, oder Blut drin, oder? Dieser Fischschwarm hat sich getarnt als Elkramara. Habt ihr das gesehen? Dieser aus wie Elkramara und wollte dann Blut angreifen. Habt ihr das gesehen? Weil es waren ganz, ganz viele Einzelne. Da ist der Schwarm wieder. Boah, das ist ja interessant. Guck mal. Ich find's unironisch interessant. Das ist jetzt... Kampf der Natur. Sieht das gleich hier jetzt nochmal. Bloop denkt, das ist Elkramara und will angreifen. Die greifen sich echt gegenseitig an. Schau. Der Hai geht da rein. Der Elkramara rein, also in den Schwarm. Ha? Alter, der Hai schwimmt da rein. So was Faszinierendes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Leute, der ganze Fisch ist gleich weg. Der ganze Fisch ist gleich wieder komplett verschwunden. Nur noch seine Flosse guckt raus. In dieser Wolke. Für mich sieht es aus wie eine Wolke. Und jetzt auf einmal ziehen die weg. Krass, Freunde, hier, habt ihr schon sowas jemals hier entdeckt? Leute, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Zum Glück sind wir zu diesem See gefahren. Unglaublich wichtig. So krasse Aufnahmen. Bei was wir? Natural Geographic. Oh, warte! Ein Delfin! Das ist Flipper! Was ist das auf einmal für eine Musik? Wo kommt die auf einmal? Ich hasse akustische Gitarren in Videos, wenn man sie als Hintergrundmusik hat. Die sind so... dieses Zupfen, da reagiere ich extrem allergisch drauf, weil ich höre die Musik dann, ich höre das drumherum nicht mehr. Ah, Flipper, Superman! Flipper, natürlich! Endlich mal eine gute Nachricht, Schön! Nee, das freut mich wirklich. Ah! Oh mein Gott, was? Erstmal alle gute Nachricht, 5 Sekunden später Weltuntergang. Und nur Flipper sein, würde ich dort auch ins Wasser gehen. Flipper und sein Freund oder Freundin. Ah! Flipper! Mr. Beast Flipper, würde ich sagen. Der ist von uns gegangen. Oh mein Gott, ey. Guckt euch und an. Weg ist nein. Oh mein Gott. Das war so schön, Flipper. Warte, ey.
zwei Hai. Die sind zu zweit hier. Schau mal, wie nah wir sind. Was ist denn jetzt hier los? Der soll aber mal sein Maul aufmachen. Ich würde gerne mal die Zähne sehen. Was ist das, Mann? Ist das ein Haifischwal oder was? Ich würde gerne mal unbedingt die Zähne sehen. Wie groß ist die Zähne? Mann, das ist ein ganz anderer Monster. Ja, natürlich, schaut mal. Der hat die Musik, genau. Das hat Elkan Maha nicht. Alter, krass, was geht hier ab, Mann? Krass. Und Elkan Maha hat, glaube ich, 6 oder 7 Augen. Ja, der hat. Ich schätze, der hat. Oh, wir sind gleich im Finale. Ja, wir sehen es ja nur von hinten, Mann. Der muss sich mal zur Kamera schwimmen, weil die Kamera befindet sich am Ufer. Jetzt können wir ihm ja schlecht sagen: Hey, schwimm mal zur Kamera! Natürlich geht es nicht. Jürgen! Komm, Jürgen! Warte, wohin geht's denn? Jürgen! Läuft der oder schwimmt der? Jürgen! Ne, der schwimmt! Durchs Wasser! Der lässt sich treiben! Jetzt mach mal dein Maul auf! Da! Der schwimmt auf die Kamera zu! Natürlich! Oh oh! Ah, da! Oh nein, der will Maul die Kamera auf. Fressen! Nein. Der frisst die Kamera! Die Kamera! Oh. Oh. Willkommen! Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen! Checkt gerne, was wir und Cameron Flexi ab. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hä, hey, habt ihr gemerkt, Elkan Maha hat gefehlt? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Egal, wir haben viele Aufnahmen gesehen, die ich ziemlich interessant fand. Ich fand das echt nicht schlecht, echt interessant. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eidis raus, rein und ciao.